Bier ist eines der beliebtesten Getränke in Deutschland. Normalerweise trinkt man es in der Altstadt, in der Kneipe nebenan oder beim Grillen. Heute sind wir aber mal ganz woanders, nicht wahr, Leon? Ja, genau. Wir sind heute vorm Schlossplatz in Münster bei traumhaftem Wetter und wollen jetzt einfach mal schauen, was uns hier erwartet. Genau. Bedeutet, wir sind nicht nur zum Trinken hier, sondern wir sind auch da, um in die internationale Welt der Biere einzutauchen. Ja, an meiner Seite habe ich jetzt den Veranstalter vom Bierfest, Michael Solms. Ja, ich hoffe, du kannst mir ein paar genauere Informationen zum Bierfest beschaffen. Mich würde erstmal interessieren, wie ist das Bierfest denn überhaupt so konzipiert? Naja, die Informationen sind so, dass wir das fünfte Jahr schon hier sind. Immer mal auf dieser Seite oder auf der anderen Seite, aber immer auf diesem Schlossparkplatz. Und ja, das Prinzip ist eigentlich immer gleich. Wie du siehst, bauen wir hier schöne Bierstände auf, mal in Zelten oder andere Verkaufsstände, aber letztendlich 25 Stände, die alle nur Bier verkaufen. So, wir sind jetzt mittendrin beim Bierfest in Münster und schauen mal, was uns hier erwartet. Genau, wir schauen uns jetzt mal um, was für Stände es hier so gibt, wie es den Leuten hier so gefällt und was für Biersorten es hier so überhaupt gibt. Ich hoffe, wir entdecken einiges und können auch vielleicht was probieren. Mal schauen. Ja, wo sind wir denn jetzt hier und was habt ihr so im Angebot? Ja, hier, das ist ein belgisches Bier. Wir haben fruchtige Biere und auch hefige und ich könnte Ihnen ein schönes empfehlen. Ja, nur mal zum Probieren. Ja, das ist das Drehmens. Das wurde unter 500 Bieren als bestes Bier ausgezeichnet der Welt und schmeckt sehr lecker. Dankeschön. Ist hellblond und hat viele Kräuter und hefig. Ja, ich bin jetzt hier beim Irish Truck und was für Angebote habt ihr denn hier so? Wir haben verschiedene irische Bier, also Guinness, Kilkenny, Newcastle aus England, Stouffer's Cider, Snakebite, Green Monster und ein paar Whiskys haben wir auch dabei. Was ist dein Lieblingsbier hier? Meins ist Newcastle. Das ist zwar kein irisches Bier, aber es ist lecker. So malziges, so Brown Ale. Das heißt Nocturnum. Das ist mit Röstaromen und ist ein dunkles Bier, hat auch Gewürze und ist malzig. Probieren Sie mal, so ist der Unterschied. Malzbier habe ich als Kind sehr oft getrunken. So, ich bin jetzt hier beim nächsten Stand angekommen und mich würde erstmal interessieren, was haben Sie hier eigentlich so im Angebot? Wir haben schottische Biere von der Firma Brewdog. Die sind aus Edinburgh und die sind so um die 2010 etwa gegründet worden. Ganz junge Leute, die haben experimentiert immer mit Hopfen und Malz und haben inzwischen weltweit ein ganz tolles Angebot. Und wir haben davon jetzt 6 Stück hier am Hahn, die wir hier zu verkaufen können, zu verkosten. Das ist ein Agentum, heißt das. Das schmeckt richtig vollmundig und fruchtig. Können Sie auch mal probieren? Mach ich mal. Ja, was für ein Erlebnis ermöglicht denn das Bierfest? Es gibt insgesamt 150 Biertypen, Bierstile. Du kennst vielleicht, wenn du dich nicht so mit Bier auskennst, vielleicht tatsächlich nur Pilz, Weizen. Dann haben wir nur noch 148. Und das drückt es eigentlich aus, wie viele unterschiedliche Biere es eigentlich gibt. Und ich denke, hier kommen wir nochmal so auf 40 verschiedene Bierstile. Und das macht es eigentlich spannend, eben diese unglaubliche Biervielfalt. Und da meine ich jetzt wirklich nicht innerhalb eines Bierstils, sondern tatsächlich diese unterschiedlichen Stile, die es weltweit gibt. Und die versuchen wir hier zum Teil abzubilden. Hier, das ist ein Red, das ist ein rotes Bier.
das wird in Belgien richtig mit Kirschen eingelegt über längere Zeit und das ist für uns hier so ein Frauenbier. Also richtig kirschig mit viel Aromen und fruchtig, ja. Probiere ich auch mal. So ein bisschen prickelnd und süß und fruchtig schon. Das hat auf jeden Fall mal was anderes. Das ist nicht so dieses Standardbier, was man sonst so kennt. Deshalb wird das sehr gern bei uns getrunken. Also bei Frauen auch Frauen beliebt. Die mögen es ja wahrscheinlich lieber etwas süßer als so herb. Die mögen immer das am liebsten. Ich probiere mich jetzt noch mal ein bisschen weiter durch. Danke auf jeden Fall und wünsche noch viel Erfolg beim Bierfest hier. Ja? Dankeschön. Tschüss. Danke. So, das war's mit dem Bierfest für heute. Wir konnten auf jeden Fall einiges probieren. Viele verschiedene Geschmäcker, die man hier testen konnte. Auch wirklich Biere, die man so vielleicht nicht kennt. Und auch mein Kollege Alex ist vielleicht so ein bisschen auf den Geschmack gekommen, oder Alex? Definitiv. Sonst bin ich ja gar nicht so ein großer Bierfan, aber ich muss sagen, es waren echt sehr leckere Sorten dabei. Und das Bierfest kann ich eigentlich nur weiterempfehlen. Also für jeden, der jetzt denkt, oh, das wäre vielleicht was für mich, vielleicht auch im nächsten Jahr wieder hier direkt vorm Schlossplatz das 6. Bierfest dann. Ich wünsche auf jeden Fall einen schönen Abend und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.